Moin Seekräuter, moin Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben wieder Änderungen für euch, die jetzt hier durchgezogen wurden von Wargaming. Wir haben euch ja vor kurzem im Video Game Changer darüber berichtet, wie die Sprenggranaten sich verändern, wie die Panzerungen sich verändern und so weiter. Und ich hatte unter anderem auch da gesagt, dass die Harugumo eine der Schiffe sein wird, die tendenziell eher verlieren, anstatt dadurch gewinnen. Das wird auch nach dieser Änderung, die ich euch jetzt erkläre, noch so sein. Aber sie bekommt trotzdem noch mal ein bisschen was zurück von der alten Indikation, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ist das Besondere ja bei der Harugumo, dass die 100 mm Hauptgeschütze hat. Und das haben auch weitere Schiffe in World of Warships. Ist ja die Akizuki, die Kitakaze, die HSF Harikaze, Zao, Yoshino, Azuma, Ki. Und so weiter und so weiter. Bei den größeren Schiffen sind es dann die Sekundärbewaffnung. Bei den drei, vier Zerstörern sind es halt die Hauptgeschütze, ne? Und da war das Problem, dass die halt die Penetration deutlich abgenommen hat. Das waren dann nur noch 25 mm. Jetzt werden es 30 mm werden. Also es wird ein neuer Teiler eingeführt. Die 100 mm werden in Zukunft durch 3,33 Periode geteilt. Und dann weiß man, wie viel die 100 mm Geschütze sozusagen penetrieren. Sorgt dafür, dass man 30 mm in Zukunft durchschlägt. Aber es ist immer noch notwendig, dass man den Trägheitszünder für Sprenggranaten skillt, wenn man zum Beispiel 32 mm penetrieren will. Was ein sehr wichtiger Wert in World of Warships ist, weil man dann auf jeden Fall bei vielen Schlachtschiffen sogar in der großen Fläche durchkommt, bei manchen, gerade bei deutschen Schlachtschiffen, dann eben nur an einem bestimmten Teil, weil die ja meistens besser gepanzert sind, oder auch russische Schlachtschiffe sind besser gepanzert. Aber es wird halt notwendig sein, auch da auf die Brandwahrscheinlichkeiten Ticken zu verzichten, wenn man da eben durchkommen möchte. Aber es bleibt nicht nur dabei, dass die 100 mm Geschosse der Japaner verändert werden, sondern es wird auch die Panzerungsdurchdringung der Sekundärgranaten deutscher Schiffe weiter verändert. Und zwar ist davon betroffen die York, die Prinz Eitel Friedrich, die Scharnhorst, Scharnhorst B, die Gneisenau, Admiral Graf Spee und die HSF Admiral Graf Spee. Hier war die Penetration vorher 18 mm Panzerung, ne, ein Sechstel. Hier wird es jetzt auch geändert, so wie bei vielen deutschen anderen Schiffen, Kurfürst, Friedrich der Große und so weiter, haben wir alle schon davon profitiert, auch Bismarck und Tirpitz, dass wir hier ein Viertel bekommen und somit 26 mm Panzerung in Zukunft penetrieren. Das ist auch wichtig, weil sich ja, wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt, die Panzerung der Schiffe auf der Stufe 6 und 7 verändert, nämlich von 25 mm hoch auf 26. Und mit dieser Änderung kriegen wir das eben ohne IFAE, also ohne diesen Trägheitszünder Sprenggranaten, trotzdem hin, diese Bereiche, die gelb markiert sind bei dem Schiff, eben zu penetrieren. Allgemein sind deutsche Schiffe sowieso relativ gut gepanzert, aber wenn man jetzt als Beispiel halt andere Schiffe nimmt, ja, sagen wir mal hier T8, wobei T8 ist jetzt ein doofer Vergleich, weil wir ja schon 32 mm überall drauf sind, aber jetzt kommen wir eben hier auch durch, ne, 19 mm, vorher kam man nur durch 18 mm durch, das ist halt eine gute Sache, denke ich. Und das wird ein bisschen mehr die Linie ausrichten. Man kann quasi davon ausgehen, dass die Sekundärgeschütze der deutschen Schiffe, ja, auf jeden Fall, also ab der Stufe 7, bei der Prinz Eitel Friedrich sogar ab Stufe 6, auf jeden Fall ein Viertel penetrieren und nicht mehr ein Sechstel, so wie früher, wie das früher der Fall war. Mit der gesamten Ausrichtung sorgen die dafür, dass ja diese alte Leistungsfähigkeit wieder so ein Stückchen hergestellt ist. Bei den Deutschen ist es ein Bonus, bei den Japanern, da wird eben die Leistungsfähigkeit wieder so ausgerichtet wie vor der Panzerungsänderung, kann man sagen, ne? Nächster wichtiger Punkt ist, der sich jetzt ändert, im Vergleich zu dem letzten Ausblickvideo, da war ja noch die Rede, dass Schiffe der Stufe 8 bis 10 30% Penetration bei den Trägheitszündern mehr bekommen. Das wird abgeschafft, sondern man hat quasi auf das Feedback der Spieler gehört und so, sagt man zumindest. Und auch da wird in Zukunft nur 25% möglich sein. Und zwar gab es ja die Möglichkeit, die 155 bis 152 mm Kaliber, wenn sie den Trägheitszünder geskillt haben, eben bis zu 38 mm Panzerung durchschlagen konnten. Und 38 mm Panzerung hält World of Warships vom Balancing-Faktor her für zu viel. Und deswegen werden einfach nur 25% draufgerechnet. Und da kommt man auch nicht zu diesen 38 mm, die dann zum Beispiel das Deck der amerikanischen Schlachtschiffe durchschlagen könnten. Ja, also das ist halt so ein Balancing-Faktor, den sie da gerade einbauen. Man merkt sich jetzt einfach,
Kriegerzünder für Sprenggranaten, 50% Brandwahrscheinlichkeit weg und man kriegt 25% Panzerungspenetration mehr. Ja, das ist so der grobe Faktor. Das hängt nicht mehr vom Kaliber ab und auch eigentlich nicht mehr von der Schiffsstufe, weil jetzt eindeutig ist, dass alle Stufen 25% bekommen. Ein weiterer Punkt, der jetzt nochmal verändert wird, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass Flugzeuge, wenn sie von Flugzeugträgern gestartet wurden und platziert wurden auf der Karte, 20 Kilometer weit gucken konnten und Schiffe aufklären konnten auf 20 Kilometer. Das wurde dann schon mal reduziert auf 19. Jetzt wird es nochmal weiter reduziert auf 18 Kilometer. Ja, also 18 Kilometer können Flugzeuge spotten in Zukunft, also andere Schiffe spotten. Und das ist eben jetzt auch nochmal hier auf dem PTS im Test. Gut, und jetzt gibt es noch ein paar Schiffsänderungen, die wir euch ein bisschen näher bringen wollen. Und jetzt steht wieder ein russisches Schlachtschiff im Hafen. Das heißt, es gibt da wieder Veränderungen bei den russischen Schlachtschiffen. Wir wollen aber erstmal mit dem amerikanischen Schlachtschiff Arkansas Beta anfangen. Ich kann euch das nicht einblenden, weil ich das Schiff leider nicht habe. Solange spiele ich World of Warships leider nicht. Ihr könnt es gerne, aber geht eben nicht anders. Und zwar wird da jetzt die Möglichkeit hinzugefügt, das Schiffsverbrauchsmaterial Booster 1 einzubauen. Das ist diese Geschichte, die dann die Dauer des Verbrauchsmaterials um 10% verlängert. Der sowjetische Kreuzer Aurora, Stufe 3, da wird die Turmdrehgeschwindigkeit um 0,1 Grad nach oben gesetzt, sodass die Türme halt eben schneller im Ziel sind. Und dann kommen wir zu den Änderungen hier, was die sowjetischen Schlachtschiffe betrifft. Und zwar die Chinook Stufe 7 und Kreml Stufe 10. Beide bekommen die Sigma-Werte noch weiter nach unten gesetzt. Die Chinook von Sigma 1,55 auf 1,50. Ja, also das ist schon, 1,5 als Sigma-Wert, meine Fresse, das ist wirklich schlecht, meiner Meinung nach. Aber, also rein vom Wert her, aber wir wissen ja, dass diese Schiffe besonders gut performen, wenn sie eben vorne an der Front sind und relativ nah zum Gegner. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Aber eben auch die Kreml wird nochmal genervt, und zwar von 1,85 auf 1,80 vom Sigma her. Ich bin wirklich überrascht, muss ich fast schon sagen, dass da weiter dran rumgespielt wird an den Schlachtschiffen. Aber es zeigt auch, dass das, was wir als Community immer wieder sagen, die Schiffe kommen ein bisschen zu stark bei gerade sowjetischen Schiffen. Am Ende ist da auch ein Stückchen Wahrheit dran, weil sonst würden sie nicht immer wieder nerven. Ja, ist ein bisschen, bleibt ja gut, wollen wir das Positive daraus nehmen. Es ist gut, dass World of Warships immer weiter prüft und immer weiter anpasst. Ja? Wie immer bei dieser Sache, die Informationen, die wir hier heute für euch haben, sind natürlich Work in Progress. Ich habe es noch nicht gesagt, aber oben die Einbildung seht ihr ja schon. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Kommen wir zu den nächsten beiden Schiffen. Atlanta und Flint, Stufe 7 Kreuzer. Ist ganz einfach. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird reduziert. Und zwar von 5 Sekunden auf 4,9 Sekunden. Damit werden sie wohl ein bisschen sportlicher sein. Und die werden wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Darum geht es wahrscheinlich. Und dann kommen wir zu den britischen Zerstörern. Die Jutland Stufe 9 und die Daring Stufe 10. Da werden Sachen verändert. Und zwar wird die Nachladezeit der Hauptbatterie und der Torpedorohre bei beiden Zerstörern verändert. Die Nachladezeit der Jutland um 0,1 Sekunde auf 4,1 und die Torpedowerfer laden jetzt 2 Sekunden länger. Ebenso wird die Nachladezeit der Daring erhöht auf 2,6 Sekunden statt 2,5 und auch da wird der Torpedowerfer auf 122 Sekunden verlängert, von 120 hoch. Ich denke, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der jetzt theoretisch dieser DD effizienter sein kann, weil er ja 4 Skillpunkte geschenkt bekommt. Ne? Wir hatten ja diese 113 mm. Früher musste man IFAE skillen, um eben die 19 mm penetrieren zu können gegen andere Zerstörer oder Aufbauten anderer Schlachtschiffe und so weiter. Jetzt ist das nicht mehr notwendig, weil man die 19 mm von Hause aus penetriert und deswegen die Skillpunkte woanders einsetzen kann. Damit das nicht zu stark wird, muss man eben zumindest hier schon mal ein bisschen entgegenwirken. Auch wenn es nur zwei Sekunden sind, aber es geht ja hier um den Durchschnittsschaden über mehrere Gefechte, die man da hat und so weiter. Also, das kann ich nachvollziehen. Weiter geht's mit dem japanischen Flugzeugträger Hakuryu, Stufe 10. Und zwar wird der Alpha-Damage der Schlachtflugzeuge verändert. Vorher hatte eine Rakete 3350 Schaden, jetzt gibt es eben 3250. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in einem Ausblick
vorher schon mal darüber berichtet haben, dass es da eine Anomalie in der Genauigkeit der Flugzeuge gab und die jetzt aber beibehalten wird, weil sich das für gut erwiesen hat. Aber dafür wird eben der Schaden der Raketen ein bisschen abgesenkt. Weiter geht es jetzt hier mit der Valkyrie und einem anderen Zerstörer auch noch, den ich damit ranhängen möchte. Auch bei der britischen Valkyrie Stufe 3 wird die Nachladezeit der Hauptbatterie um 2 Zehntelsekunden verlängert auf 5,2 und die Torpedorohre laden auch nochmal 2 Sekunden länger. Das ist quasi parallel oder gleich zu der Jutland und der Deering, wo wir ja auch überall ein paar Zehntelsekunden oder bei den Torpedowerfern in 2 Sekunden raufbekommen haben. Bei der Gearing, dem amerikanischen Stufe 10 Zerstörer, wurden die erforschbaren Torpedowerfer, da wird die Nachladezeit verringert, nämlich von 118 auf 116 Sekunden. Und jetzt sind wir hier beim britischen Zerstörer Valkyrie Stufe 3. Auch hier werden die Sachen verändert, und zwar die Hauptbatterie-Ladezeit wird um 2 Zehntel verlängert, während die Torpedorohre auch um 2 Sekunden verlängert werden. Bei dem amerikanischen Zerstörer Gearing Stufe 10 werden bei den erforschbaren Torpedowerfern die Nachladezeit um 2 Sekunden verringert auf gesamt 116 Sekunden. Mit dem nächsten Update wird auch bei der Orion etwas verändert. Das ist das Stufe 4 Schlachtschiff der britischen Royal Navy und da wird die Reichweite reduziert, nämlich hier steht von 15,18 Kilometer auf 14,7 Kilometer. Zumindest im Basismodul wird sich das wohl verändern. Ja, wenn wir jetzt hier gucken, hier steht jetzt 14,7, das ist hier schon auf dem Testserver, wo wir das hier uns angucken können. Also ist das relativ, ja, relativ starke Veränderung, ne? Wenn man sich das anguckt, 1,5 Kilometer sind es dann jetzt Unterschied zwischen dem erweiterten Modul und dem Basismodul. Und dann kommen wir zu den letzten Schiffen, die eine Veränderung erfahren werden, wahrscheinlich in Update 092. Genau, das weiß man jetzt nicht, aber man kann davon ausgehen fast. Der panasiatische Zerstörer Hintsinyang auf der Stufe 8, Chunghu Stufe 9 und Yuyang auf der Stufe 10, die jetzt hier gerade im Hafen steht, bekommen eine Verkürzung der Nachladezeit beim Torpedowerfer. Und zwar bei Stufe 8 und 9 um jeweils 2 Sekunden, also runter auf 117 Sekunden. Und bei der Stufe 10, hier der Yuyang, von 142 runter auf 139 Sekunden. Heißt auch wieder da, nochmal eine deutliche Verlagerung, finde ich, mehr zu einem Torpedo-DD. Früher war hier ja auch mal, ich bin der Meinung, die Nachladezeit der Guns relativ kurz. Das wurde ja dann auch verändert in dem Zuge. Und dann wurde die Torpedo-Nachladezeit hochgesetzt, immer weiter hochgesetzt. Jetzt sind sie gerade dabei, in 1 oder 2 Stufen die Torpedo-Nachladezeit wieder runterzusetzen. Also da gab es schon einige Veränderungen bei den Panasiaten in der letzten Zeit. Aber wir schauen mal, wie zufrieden World of Warships dann jetzt mit den neuen Einstellungen bei diesen Schiffen ist. Bei vorigen Schiffen ist es ja auch immer ein bisschen einfacher, was zu ändern als bei Premium-Schiffen, wo man sich ja dann auch wieder darüber beschweren kann, man hätte ein Schiff zu anderen Eigenschaften gekauft und so weiter und so fort. Da gab es ja mal in der Vergangenheit auch eine Abstimmung zu. Aber ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ne? Gab halt jetzt nochmal ein paar Veränderungen, die ich auf jeden Fall hier dokumentieren wollte, damit ihr da wieder auf dem aktuellen Stand seid. Ich hoffe, es gab so ein paar Informationen, die für euch jetzt relevant waren und für ja einfach mehr Klarheit sorgen, warum sich bestimmte Sachen verändern. Wenn es so ist, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, Glocke drücken, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, damit ihr dann auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Ich sage danke für eure Zeit. Haut rein, euer Seagrouts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.